Frenkel Fortset. Heute. Let's play Euro Truck Simulator 2. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2 und Mone fährt. Also, naja, sie versucht jetzt gerade einen Auflieger anzukuppeln und hat so ein bisschen, ja, ich möchte nicht das Wort Probleme verwenden. Nein, brauchst du auch nicht verwenden. Sagen wir mal Widrigkeiten, die es zu lösen gilt. So, jetzt pass mal auf, ey. Jetzt guckst du, wa? Ja, du musst den rechten nehmen, ist klar. Ich weiß, da wo das... Du hast gesagt, ich soll dir helfen. Guck mal, ich mach ganz langsam. Ganz langsam, so. Ganz langsam ist im LKW-Termingeschäft vielleicht nicht ganz so gut, aber... Soll ich ihn anrumsen, oder? Nee, du hast ja schon Schaden gebaut. Ich habe ja schon eine volle Delle vorne. Na, also wenn das nicht Millimeterarbeit ist, dann weiß ich aber auch nicht mehr, ey. Ja, das ist ja auch leicht ohne Aufnahme. Stopp! Tee wie antuppeln. Antocken. So, jetzt hab ich ihn, ne? Ja, jetzt hast du ihn. Und jetzt kannst du losfahren. Ja. Merkt man aber schon, dass man da ein wenig Gewicht hinten dran hat. Dabei habe ich erst noch einen neuen Motor gekauft. Ja, wie viel PS hat der? Der hat jetzt, glaube ich, 420. Bloß! Ja, ich darf nicht mehr fahren. Warum? Dir dürfte man eigentlich nur einen 50 PS geben, aber das gibt's leider nicht. Mann, ist das in Rostock hässlich. Schau, da ist wieder das Krematorium, von dem ich schon mal erzählt habe. Kannst du dich erinnern? Ja. Das mit Erdbeerduft. Ja, wenn's denn stimmt. Natürlich stimmt das. Alter Geschichtenerzähler, so, nach dem Auto, da fahre ich jetzt raus. Ich meine, wenn du hier stehen bleibst, wirst du nie rauskommen, glaube ich. Erzähl doch keinen Quatsch. Schau doch mal nach links, bitte. Hab ich doch, da kam keiner mehr nach dem. Ah, sind manchmal schneller da, als du denkst. So, und jetzt wieder rechts. Korrekt. Eieiei, ein Geier, ey, ich sag's dir. Kann der mal bitte fahren? Mann, ey. Haar ist die Hupe. Entweder habe ich keine Zeit drauf zu gucken, muss sie anschreien. Das mache ich im echten Leben auch. Ich bin irgendwie nicht der Huper. Der Hup-Typ. Der Hupentyp. Wortspiel. Egal. Ich bleibe im Auto dann halt rum. Irgendwann, hoppla. Ist nichts passiert, es hat nicht dumm gemacht. Mann, wir haben vorher extra die kurze Tour gesucht, weil wir gesagt haben, da muss sie nicht so lang fahren, die Mone, sie wollte nicht so lang fahren. Ja. Und dann hat sie leider fast eine ganze Folge gebraucht, um den Auftrag anzunehmen und ja, dann war es vorbei. So, dafür wird es jetzt tot langweilig, jetzt muss ich rechts hoch. Ja. Hab ich aufgepasst, hä? Hab ich aufgepasst? Ja. Wo ist Stoff? Wie lange würden die Tour ungefähr dauern? Also, ich mach nur eine Stunde mehr, länger fahre ich, ne? Das musst du dann übernehmen. Nee, die wird zu Ende gefahren. Na, ich werde ja wohl zwischendrin mal jemand anders fahren lassen dürfen. Nee, zwischendrin lässt du gar nicht jemand anders fahren. Das wird komplett von dir gefahren, die Tour. Wir können es gerne auch. Weil du ein fauler Hund bist. Nein, deswegen. Die Zuschauer wollen es auch. Zuschauer, schreibt das mal drunter, damit wir Bescheid wissen. Schreibt da mal drunter, ihr wollt schon, dass eine Tour komplett von einem Fahrer bzw. Fahrerin abgeschlossen wird, ne? Ist doch logisch. Nein, Harald darf mich auch ablösen. Soll ich dir den Navi jetzt etwas großflächiger einstellen auf der Autobahn? Größer geht's ja nicht mehr, oder? Nein, ich meine etwas weiter entfernt. So, das ist vielleicht auf der Autobahn etwas sinnvoller. Ja. Meine Fresse, die Abfahrten hier, ey. Ja, und über mich hast du hier gelacht. Hab ich nicht. Ich werde jetzt mal kurz was gucken, du brauchst dich nicht irritieren lassen, du fährst einfach auf der Autobahn weiter, ja? Ich guck mal hier, du hast 44 Stunden Zeit. 44 Stunden! Tiefkühlkost fährst du gerade, ja? Aber werd ich alt, ey. Und du musst ankommen in der Nacht zum Donnerstag. Da krieg ich einen Tunnelblick hier. In der Nacht zum Donnerstag. Was haben wir denn für einen Tag? Dienstag haben wir. Also 2 Tage. Das sollte zu schaffen sein. Gepennt hast du ja zum Glück vorher. Ich bin müde. Nein, bist du nicht. Du hast noch 10 Stunden bis zur nächsten Pause. Ich bin im echten Leben müde. Das ist natürlich ein Problem. Und deswegen... So geil, ey, da war gerade keine Leitplanke. Da hätten wir mal gepflegt rüberfahren können auf das die andere Straßenseite. Das siehst du, wenn wir mal tauschen. Das machen nämlich gute Truckerfahrer. Die helfen sich nämlich aus, ja, wenn der eine nicht mehr kann. Genau. Ja? Weil es ja irgendwie eine Firma gibt, wo irgendwie 2 Trucker mitfahren in einem Hätte LKW. Ich eine Truckerfirma, würde ich das machen. Dann hocken die nicht so allein da, müssen nicht irgendwie Pornoheftchen gucken und Unfälle bauen. Könnten sich gegenseitig an den haarigen Popo fassen, ne? Ja. Ja. Nur wenn du eine Spedition hättest und Trucker eingestellt hättest, dann wärst du ganz schnell pleite, weil das wird sich ja nicht lohnen, 2 Leute für Doch. Eine Tour. Ach Quatsch! Kriegen halt nur den halben Lohn. Na toll. Super, dann kannst du ja irgendwie gleich aus Togo einfliegen lassen. Ja.
Mann. Na ja. So, jetzt können wir mal da weitermachen, wo ich dich ja so ganz fies unterbrochen habe. Nämlich bei deiner Autohistorie, ne? Historie oder meinst du Hysterie? Beides. Historie, natürlich. Naja, meine Autohistorie ist ja nicht so lang, ne? Ja, aber trotzdem hast du dich beschwert, dass du sie nicht zu Ende erzählen durftest. Wir waren beim zweiten VW. Ich hatte erst einen Fiesta, dann hatte ich noch Scheiße, einen Fiesta. Scheiße, ja. Naja, ist auch mit... Merkt ihr was? Ich habe wieder nicht ausreden können. Ich bin genau wieder bis zum zweiten Auto gekommen. Ich will es einfach nur schnell hinter mich bringen. Dann haben wir's. Ja. Also, ich hatte einen Fiesta, dann hatte ich noch einen Fiesta, dann hatte ich einen Golf. Und nach dem Golf habe ich mir dann einen BMW gekauft. Und nach dem BMW habe ich mir dann einen Mustang gekauft. Und den habe ich heute noch. Fertig! Doch. Fertig, Mama! Fertig! Kennt es noch jemand? Ja. Werden wir auch bald wieder in den Genuss kommen, ne? Mit unserem Sohnemann. Verstehe kein Wort. Kennst du nicht? Und auf dem Klo gehockt warst als Kind und hast gerufen, Mama, fertig! Ich war schon sauber, da bin ich geboren worden und... Wie war denn eigentlich euer Weihnachten so? Haben wir das schon gefragt irgendwo mal? Ich stelle keine Fragen, deren Antworten mich eigentlich in Scheißdreck interessieren. Ach so. Verstehst du? Ja, ja. Was die gemacht haben, ist mir eigentlich völlig Bimbe! Ja. Bei uns war es sehr chaotisch, weil einer unserer Kater krank wurde und zwar an Heiligabend direkt. Merkt ihr was? Man kann das Alter eines Let's Play-Kommentators daran bestimmen, wenn man merkt, dass er alles zweimal erzählt. Binnen weniger Folgen. Das habe ich nicht schon erzählt. Die Story hatten wir schon, Mone. Echt jetzt? Jawohl. Oh Gott, echt jetzt? Jawohl. Dann schneid's raus. Nein. Nein. Das ist eine lustige Stelle. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, eben. Deswegen hast du es ja nochmal erzählt. Von weil Stau? Das ist mir völlig klar. Wenn du dich daran erinnern könntest, dann Scheiße. Hättest du es natürlich nicht mehr erzählt. Wieso kriecht denn der da vorne? Ist das ein Opa oder was? Kannst du dich daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir dann... Naja, da war noch die Geschichte mit dem Hummern und dem Tierarzt. Ach so. Ja. Es kommt dunkel. Dunkel zurück. Du kannst übrigens ein Tempomat einschalten, wenn du willst. Nein, will ich nicht. Übrigens, Leute, ne, so, wenn ich hier rumfahren muss, ja, beim Eurotruck, dann kann ich mein Let's Play, ja, das ihr wolltet, das Conker, nicht spielen, ja. Ich wollte es nur mal sagen, weil ich bin jetzt so irre, ich habe auch keine Zeit, hier Stunden vor dem Computer zu hocken, um für euch Let's Plays zu machen, die so wie die ihr nicht verdient habt, ja. Also, aber meine Zuschauer beleidige nur ich, gell? Nein, ich darf das auch, wir sind verheiratet. So. Navi. Und, oh, okay. Ah! Mann, auch bestimmt eine Drulla drin. Scheiße! Weg. Oh Gott. Ist im echten Leben auch so. Wenn sie rumtuckern, ja. Entweder Opa mit Hut oder eine Drulla mit dem Sitz ganz weit nach vorne. Die sitzen so gerade da drin, als würden sie das Lenkrad knutschen. Sieht immer sehr geil aus, finde ich. Ne? Ja, genau. Das ist wie im wahren Leben. Ich sag dann irgendwann, Navi! Und dann weiß sie muss auf den Navi gucken. Genau, das ist hervorragend. So machen wir das. So bist du brav. Der Navi spricht gar nicht, ne? Was habe ich denn jetzt gesagt? Fällt mir jetzt gerade auf, oder? Nein, der hat keine Stimme. Das wäre schon cool, wenn die Drulla auch sprechen würde. Das fällt mir jetzt erst ein, weil der bei Forza Horizon, der spricht nämlich. Echt? Nicht, dass mir das viel helfen würde, aber... Ja. Muss ich hier runter? Nein. Ich sehe schon, ich hab's gecheckt, ich wollte dich nur prüfen. War so ein bisschen... Das da vorne ist, glaube ich, eine 40er-Zone. Ja, jetzt mach dich mal nass. Da haben wir es gerade gesehen, die Schilder sind bei dem Wintermod... Bei der Wintermod muss sie eigentlich heißen. Zugeschneit, eingeschissen, man kann sie nicht sehen. Nö. Ist aber egal, weil ich sehe die im Uneingeschissen auch nicht. Also, was ich da schon Strafe kassiert habe. Aber seit wir zusammen sind, nicht. Der fährst du ordentlich. Nee, das war einfach Glück. Da war halt keine Tempo. Ach Tempo so? Limit. Ja, war halt Glück, schätze ich. Du fährst also gegen die Regeln. Ich fahre einfach, was die Karre hergibt. Die gibt ja eh nicht viel her, insofern. Ja, der Mustang. Nein, der Truck. Ja. Wir reden aber ja gerade vom echten Leben. Ach so, ja. Es ist ziemlich blöd, dass ich jetzt die Tastatur bedienen muss. Wenn ich was trinken will, geht das nicht. Das oder hast du gut erkannt. Oder kann ich hier Pause mal drücken oder so? Nee, das kannst du nicht. Das ich hab Durst. Ja, Durst. Du hast hier alkoholisches Getränk hier stehen. Das kannst du eh nicht trinken gerade. Du musst fahren. Holst du mir einen Strohhalm? Nö, ich trinke jetzt das Ding. Nee, machst du nicht. Warum nicht? Das magst du nicht. Du musst geradeaus. Ja, hab ich doch gecheckt. Du Scheiße. Ich hab gecheckt. Als ob ich nicht schon alt genug wäre, ey. Da alter ich noch weiter. Da, guck mal, wie freundlich ich bin. Ich lasse den hier schön auf die Autobahn ruff. Ja, das ist Konkurrenz, den lässt man nicht ruff. Natürlich lassen wir den ruff. Navi! Kumpel!
Das macht man so. Ui, das ist aber wieder eine fiese Kurve. Naja, da rollen wir runter, ne? Es hat wieder ein Zuschauer geschrieben, irgendwie, wer war denn das nochmal? Fällt mir der Name ein? Weiß nicht. Nee, ich glaube, der fällt mir nicht ein gerade, aber, kauf dir doch ein Lenkrad, dann kannst du dreimal schneller einparken. Lenkrad ist was für Pussys. Da kann ich nur erwidern, kauf mir ein Lenkrad, dann kann ich dreimal schneller einparken, wenn es dich stört, du Penner. Nein. Ich park so lange ein, wie ich will. Eben, Lenkrad ist für Pussys, für Noobs. Nur die Kohlen spielen mit Tastatur. Ups. Oh Gott. Du schaust nicht in den Spiegel rein links und das kann vor allem mal ganz übel ausgehen. Ach, was? Nix, sag was. So ein bisschen ein Geruckel, ne? Du musst auch jetzt noch irgendwie dann noch durch halb England, ne? Naja, durch halb England nicht, aber... Kauf dir mal einen bequemeren Stuhl, Sessel, Fahrersitz. Das ist ja... Hallo, ich sitze hier auf dem Klappstuhl. Ist ja auch ein Klappstuhl. Mir ist mein rechter Fuß komplett eingepennt gerade. Ja, steh auf, hol mir einen Strohhalm. Ich brauche keinen Strohhalm. Aber ich... Boah, das gibt's doch nicht, ey. Echt eingeschlafen. Was ist denn, wenn ich auf Escape drücke? Dann ist Pause. Ja. Ah, oh, endlich. Ja, eigentlich hätte ich die Schilder ja oben vorne wieder vertauschen müssen diesmal, aber das kostet ja jedes Mal 150 Öcken pro Schild. Das ist es. Was machst du denn mit dem Mikrofon? Warum schlägst du das Mikrofon? Ich dachte, ich muss es ein bisschen richten. Richte ihn nicht so auf. Mone schlägt nicht nur mich, sondern auch das Mikrofon. Ah! Jetzt ist da extra so eine geile Funktion eingebaut, dass das Fahrzeug ganz kurz noch anhält, wenn du nach der Pause wieder reingehst. Hat's nicht. Und trotzdem... Doch! Nein. Doch. Aber die Maus war verstellt. Ja, die genau. Sicht. Die Maus war verstellt. Ja, die Sicht. Ist klar. Dauert's noch lang? Sind wir bald da? Mama, ja, du kannst ja zum Beispiel auf M drücken. Und da drückst du für mich mal bitte auf M. Was? Ja. Ein Sechstel haben wir schon. Ach nee, ey. Das kannst du ja voll den Ratten geben, ey. Jetzt hat's kurz angehalten. Ja, vorhin auch. Nein. Doch. Oh Mann, ey, ich krieg einen steifen Arm. Du fährst noch keine 28 Minuten, junge Frau. Ich hab Feierabend jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Bei YouTube gibt's keinen Feierabend. So, wie gesagt, Konga leidet dann. Dann seht ihr eben nicht die coolen Zwischensequenzen, die coolen Filmsequenzen, die sie geil nachgebaut haben. Quatsch. Ja, von Soldat James Ryan, von Terminator, von Matrix, also noch Dracula. Nochmal, dreh es doch nicht so, als ob die Zuschauer Schuld hätten. Doch. Du hättest einfach den kurzen Auftrag Rostock-Bremen annehmen müssen und fertig wäre der Case. Dann wärst ja. du jetzt schon da und alles wäre mit Butter. Hättest zwei du mir mal Folgen, geholfen. Zwei Folgen, Feierabend durch. Ja. Wir können es doch nochmal starten. Nein. Du kannst doch bestimmt nochmal starten laden. Das ist Cheaten. Ist doch mir scheißegal. Cheaten oder nicht cheaten. Nein, hier nur Kohle cheaten. Verstehst du was? Nein. Merkst du was? Gecheatet wird nicht. Nein, natürlich nicht. Cheaten ist total was für armselige kleine Pimmelträger. Ne? Und für Frauen mit riesen Hupen auf dem Truck. Ja, es wird immer schlimmer. Je müder ich werde, desto flacher werden die scheiß Witze. Obwohl, der war gar nicht so schlecht, oder? Ich geh mich kurz umbringen. Könntest du mir dann einen Strohhalm mitbringen? Nein, das geht nicht. Wenn ich den Föhn erst in die Wanne geworfen habe, dann ist Feierabend. Ich sehe schon gleich nichts mehr. Das ist echt anstrengend für die Augen. Ja, hättest du mal eine Brille aufgesetzt. Ja, hättest du mal den blöden Wintermod weggemacht. Dann hätte ich nicht nur eintöniges Weiß und Grau. Die Zuschauer wollten Wintermod, die Zuschauer kriegt den Wintermod. Wenn die Zuschauer wollen, dass du von der Brücke springst, springst du auch, oder was? Nee, das bringt ja nichts. Weißt du's? Ja. Fliegen eigentlich die Geier noch umher, auch im Winter? Das kannst du gerne selber gucken. Ich glaube, du musst trotzdem noch was mal kurz aufstehen und weggehen, nämlich das Babyfon holen. Das steht noch im Wohnzimmer. Es wäre recht blöde, wenn der da plärt und wir hier sitzen und Spaß haben und Truck fahren. Verstehst du? Ja, ja, das mache ich dann gleich. Jetzt. Nein, du musst jetzt noch ein Stück fahren, weil wir nämlich gerade am Ende sind. Du musst übrigens geradeaus fahren. Ja, ich weiß doch. Ja, ich weiß ganz nicht, elegant ob du es wusstest. Boah, ist wieder so eine Schnarchnase. Das kann ja wohl wahr sein, ey. Ja, und jetzt gibt der Stoff, blödes Arschloch, hat mich voll ausgebremst. Kannst du überholen? Mach ich auch. Und dann dränge ich ihn ab. aber mach nichts kaputt. Nein. Los, Truck. Ja, also wir sind am Ende dieser Episode. Ich sag mal, wenn es euch gefallen hat, obwohl Mone fährt, dann wäre es schön, wenn ihr mir ein Like da lasst. Das ist ja ein Like für mich, für meinen Kanal. Und dann wäre es ganz toll, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr Mone sagen hört,
Dreckkack aus der Hölle! Genau, also, ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal!